Herzlich willkommen. Bitte schön. Schönen Nachmittag, der Dominik Hagmühl und ich. Wir freuen uns, dass wir heute präsentieren dürfen und kurz ein paar Gedanken und Programme heute vorstellen dürfen. Wir sind von der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Und dieses Schuljahr 2021-22 war jetzt nicht nur aufgrund von Corona, stellt das unsere Kolleginnen und Kollegen vor große Herausforderungen, sondern auch, dass wir viele Geräte durch die digitale Geräteinitiative des Bundesministeriums an die Schule bekommen haben und unsere Kolleginnen und Kollegen mal mit dieser Geräteflut sozusagen anfangs überfordert waren. Und der Dominik und ich waren zuständig für die Umsetzung und für die Implementierung. Und ja, es war so, dass es ganz viele Fortbildungen gegeben hat. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich fleißig angemeldet und sind aber dann immer leicht frustriert aus diesen Fortbildungen zurückgekommen. Und durch vielen Gesprächen ist uns dann eigentlich einmal klar geworden, die Leute lernen zwar ganz viele Tools und Programme kennen, haben aber das Problem, dass das an unserer Schule oft gar nicht möglich war, weil wir die dort vorhandene Infrastruktur haben wir nicht gehabt, das, was die Kollegen bei den Vorträgen gehört und gesehen haben. Und es war bei uns an der Schule nicht einsetzbar. Daher haben wir uns entschieden, dass wir schulinterne Fortbildungen anbieten, mit dem Fokus, dass wir uns um die Anliegen und um die Fragen unserer Kolleginnen und Kollegen kümmern. Und wichtig dabei war uns auch immer, dass wir 1 bis 2 neue Tools und neue Programme vorstellen bei diesen schulinternen Fortbildungen, wobei wir einen Fokus darauf gelegt haben, dass es Programme sind, die einfach zu bedienen sind, die einen großen Mehrwert haben und deren Einsatz einfach Spaß macht und im Unterricht einen sehr großen Mehrwert bringen. Mittlerweile haben wir es geschafft, dass wir unsere Lehrkräfte sozusagen motivieren und sie auch für neue Programme und Tools begeistern. Es ist echt so, dass sie uns jetzt in der Pause immer wieder zeigen, wie weit sie gekommen sind oder was sie wieder Neues ausprobiert haben. Und man kann sagen, dass der Großteil die Medien wirklich sehr häufig im Unterricht mittlerweile einsetzt. Und deswegen möchten wir heute gerne auch einige Tools und Programme vorstellen und hoffentlich auch den einen oder die andere wieder mit etwas Neuem begeistern und vielleicht oder hoffentlich kann man sich aus unserem Vortrag einiges wieder mitnehmen. Ja, und was noch kurz dazu gesagt gehört, ist eben das Besondere bei uns ist, wir sind eben Volksschule und Mittelschule in einem Haus und daher war es uns auch eben ganz wichtig, die Dinge, die wir herzeigen, dass die genauso in der Volksschule, aber genauso auch in der Mittelschule zum Einsatz sind. Und nur als kleinen Beimerk, die Anna hat es eben erwähnt, wir haben eben viele Shields und so abgehalten und die haben wir natürlich immer brav über die Education eingereicht und uns dann sozusagen auch zurückgeholt. Wir haben mittlerweile ein Padlet angelegt, wo wir viele Spalten angelegt haben mit diversen Themen und wir möchten heute ein paar dieser Programme und Tools vorstellen. Ich möchte starten mit dem Programm WordWall. Das Programm WordWall ist ein Tool, mit dem ganz leicht Spiele erstellt werden können, Spiele, Lern-Apps und so weiter, sowohl fürs Smartboard als auch fürs iPad oder für den ganz normalen Einsatz am PC oder am Laptop. Ich möchte einfach einmal eines herzeigen. Das ist ein Memory im Zahlenraum 10, wo die Kinder, so, ich war zu früh, wo die Kinder die passenden Paare aufdecken und finden müssen. Das Tolle ist an dem Programm, ich erstelle einmal oder ich gebe einmal die Rechnungen ein und ich habe dann auf der rechten Seite immer andere Möglichkeiten, wie ich das Spiel darstellen kann. Das heißt, das Kind kann auf ganz viele verschiedene Arten die Rechnungen üben und es wird nie langweilig, weil einfach das immer anders dargestellt und angeboten wird. Das wäre einmal das erste Programm. Und das zweite, das ThingLink, das eignet sich, um Bilder interaktiv zu gestalten. Das heißt, man kann auf jedem Bild so einen kleinen Button hinterlegen oder natürlich auch mehrere in verschiedenen Farben und auch verschiedene Symbole. Das Kind klickt drauf, hat zum Beispiel hier den Link zu einem QR-Code, soll hier ein Tier vom Bauernhof malen, fotografieren und hochladen. Es kommt hier zu einem Lied auf YouTube, wo es direkt zum Link hingeleitet wird. Es kommt mit der Lupe zu einem Steckbrief und schaut sich im Kindernetz, liest sich ein Infoblatt zum Thema Schaf durch. Es hat wir haben eine Fermi-Aufgabe eingebaut zum Thema Kühe.
Also es ist ein sehr vielfältiges Programm, mit dem man eben ganz leicht interaktive Punkte einbauen kann und natürlich jederzeit verschicken und auch teilen. Gerade in Zeiten wie diesen mit Distance Learning ist es ein tolles Programm, wo die Kinder selbstständig sich Wissensinhalte aneignen können. Dominik, hast du? Ja, warte. Ich stopp, bist du? Perfekt, danke. So, bei uns geht jetzt da weiter mit Let's View. Kurz, wie sind wir auf das gekommen? Ich habe zu unserem Titel ja schon gehört, zu sagen, Hilfe, ich habe das Internet gelöscht. Ist ein bisschen provokant formuliert, aber wahrscheinlich jeder von Ihnen wird es irgendwie kennen, der in der Schule teilweise für die IT-Verwaltung zuständig ist, dass es dann trotzdem den einen oder anderen Kollegin oder Kollegen gibt, der hat einfach in seiner Art und Weise versucht, ja, die Dinge zu nutzen, aber trotzdem irgendwie einfach dann überfordert ist oder einfach jetzt nicht unbedingt das Tool zur Verfügung hat, mit dem einfach jetzt relativ leicht zu seinem Ziel kommen kann. Und eines der Dinge, mit dem uns immer zu uns Kollegen gekommen sind, waren immer irgendwie so Dokumentenkameras oder solche Dinge. Und da ja die Dokumentenkameras eigentlich relativ teuer sind in der Anschaffung, haben wir uns das Programm Let's View angeschaut. Und Let's View ist nämlich deshalb so super, es ist ein gratis Programm, ist für Apple, Android, alles Mögliche verwendbar und ist dann eigentlich in Summe nichts anderes wie eine Spiegelung von einem iPad, von einem Handy, auf einem Computer. Und das ist ja dann eigentlich nichts anderes wie dann eigentlich eine Dokumentenkamera. Man braucht dann nur einfach die Kamerafunktion einschalten und schon hat man das. Wir an der Europaschule machen es jetzt genauso, weil wir eben an der Volksschule und der Mittelschule über die ganzen iPads zur Verfügung haben und haben uns dann einfach zusätzlich für jede Klasse eine iPad-Halterung gekauft. Und hat uns dann in Summe für die iPad-Halterung eine 20 Euro gekostet, anstatt 200 Euro für eine Dokumentenkamera. Sie sehen, wir haben da ganz kurz die Anleitung da herinnen. Es ist eigentlich jetzt nichts anderes wie ein Programm, das laden Sie herunter, dann bekommen Sie diese Ansicht, dieselbe App im App Store oder auch immer im Microsoft Store, einfach auch nochmal herunterladen und Sie brauchen nur dann eigentlich beides starten und jetzt zeigen wir schon die Ansicht, dass Sie sehen das Handy nicht. Die App starten, dann schaut es bei Ihnen so aus. Und die einzige Hürde ist eigentlich nur, dass Sie schauen müssen, dass das jetzt in meinem Fall das Handy mit demselben WLAN verbunden ist wie der Computer. Und Sie können sie dann schon verbinden, Sie sehen es dann. Und Sie sehen dann schon dann gleich so, es ist schon verbunden und Sie können es dann schon herzeigen. So, genau. Einfach auf Tränen und Sie werden schon wieder auseinandergetrennt. Dann ein weiteres Tool von unserer Seite, was ich einfach sehr nett finde, gerade einfach ein bisschen im Fremdsprachenunterricht, ist solche klassischen Chat-Roboter. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen oder nicht. Die gibt es auf Deutsch, die gibt es für Englisch, Italienisch, für alles Mögliche. Und sie ist eigentlich nichts anderes wie, Sie kennen sie sicher diese Chats, wenn Sie bei irgendeiner großen Firma irgendwas nachfragen wollen, öffnen Sie meistens automatisch auch solche Chat-Roboters. Und in dem Fall können Sie einfach mit dem einfach ein bisschen kommunizieren und er schreibt immer auf das zurück, was Sie gerade schreiben. Also kann der einfach Hallo, dann schreibt der wieder Hallo, dann könnt ihr schreiben, wie geht es dir und so weiter. Und das ist halt einfach witzig, weil es gibt es auf Deutsch, Englisch und so weiter. Ja. Und ein anderes Tool, was bei uns auch großen Einzug gefunden hat, ist zum Thema Internet, das Internet-ABC. Sie alle kennen wahrscheinlich, die meisten ist Safe Internet bereits ein Begriff. Internet-ABC ist mehr oder weniger wie so ein Pendant dazu. Nur der Vorteil ist, es ist einfach auf 15 Module aufgebaut und Sie können das eigentlich wirklich auch tadellos selber alles machen. Es sind zu jedem Thema, es gibt einen Elternbrief, sind Arbeitsblätter vorhanden und Sie können ein Arbeitsheft, es gibt auch dann zu den ganzen Module, gibt es auch
virtuelle Sachen zum Anführen. Sie können da auch immer gleich den Link für die Kinder kopieren. Sie können auswählen, welches Tool. Und Sie können sich da dann einfach durchdrücken. Und es ist sehr kindgerecht und nett gemacht für die Kinder. Ja, dann würde ich sagen, ich stoppe wieder. Anna, dann kannst du wieder. Ton. Entschuldigung. Ein weiteres sehr nettes Tool ist Playmobil Comic Creator, mit dem unsere Kollegen oder auch die Kinder sehr gerne arbeiten. Ich zeige es kurz her. Es ist eigentlich alles vorgefertigt. Man kann eine Vorlage auswählen. Ich wähle jetzt die Berge. Ich gehe auf OK. Ich suche mir meine Figur aus. Gibt es jetzt Prinzessinnen-Tiere, alles Mögliche. Ich kann die natürlich vergrößern, verkleinern, in Vordergrund geben, in Hintergrund. Ich kann sie mit Sprechblasen vertonen, kann einen Text eingeben und kann noch weitere Comic-Effekte hinzufügen. Also ein Tool, das den Kindern großen Spaß bereitet. Es kann nachher ausgedruckt werden, heruntergeladen werden und die Kinder werden animiert, selber Comics oder Kurzgeschichten zu schreiben. Das nächste Tool, mit dem wir und auch unsere Kolleginnen und Kollegen sehr gerne arbeiten, das beschäftigt sich mit dem Thema Programmieren. Das heißt code.org. Bei code.org geht es darum, dass Kinder von Anfang an programmieren lernen. Ich zeige schnell die Möglichkeiten her. Man hat die Möglichkeit für Kinder bis 5 sind Spiele aufbereitet, 6 bis 12, und Kinder oder Jugendliche, die älter sind als 12. Es ist meist mit Angry Birds oder mit Elsa, Anna und Elsa, dass die Kinder Wege programmieren müssen, ähnlich wie mit der Biene. Und das Tolle ist, dass das Ganze wirklich aufbauend gestaltet ist und die Kinder können das alleine durcharbeiten und haben dabei großen Spaß und freuen sich, dass sie den Weg erfolgreich programmieren konnten. Ein weiteres Programm ist noch das Tuxedo. Mit dem Tuxedo können Wortwolken kreiert werden. Ich hoffe, es lebt bei mir. Ja, dann nehme ich das andere. Ich habe hier unten die Möglichkeit, einen Text einzugeben. Nehme jetzt bitte irgendetwas, was mir gerade einfällt. Ich drücke auf Go und eine Wortwolke sollte entstehen. Was ist der Vorführeffekt? Jetzt probieren wir es noch einmal. Vorher hat es funktioniert. So, okay. Es geht. Anna steht hier. Das heißt, alle Begriffe, die von den Kindern eingegeben werden, werden durch dieses Programm zu einer großen Wolke formiert und kann wieder heruntergespeichert werden, ausgedruckt werden und es kann weiter damit gearbeitet werden. Gut, und dann, Dominik, zeigen wir nur das Concept Board her. Dann gibst du mir bitte nochmal schnell ein Bildschirm wieder. Ja. So, bevor ich noch das Concept Board zeige, Ihnen nur ganz kurz nur ein anderes, also so ein vorletztes Tool, nämlich das OBS Project. Warum zeige ich es Ihnen? Das ist einfach nichts anderes wie ein Videoschnittprogramm, was aber gratis ist, weil es eben eine Open Broadcast Software ist. Und es ist deshalb einfach spitze, weil im Vergleich zu den meisten ist es einfach kostenpflichtig, das gibt es ganz, ganz selten, kann aber trotzdem die ganzen wichtigen Tools, die sie eigentlich in der Schule für den Unterricht brauchen, für die Kinder, damit sie selber irgendwie ein kleines Video schnitzen können. Ja, grundsätzlich einfach nur dazu, so unserem Padlet sind eigentlich fast, sage ich mal, 98% der Dinge, die so umsehen, kostenlos. Es ist nur die Lernburg ganz am Anfang kostenpflichtig und glaube irgendwas anderes war auch noch oben, aber die haben wir deshalb einfach hinaufgegeben, weil es uns selber so viel Spaß macht und wir die so gerne im Unterricht verwenden, dass wir gesagt haben, wir geben es jetzt trotzdem hinauf. So, und was wir Ihnen jetzt noch zeigen wollten ist,
Ich habe es rechts oben eh schon offen. Ich wollte es da auch im Padlet finden. Da, genau. Online Whiteboard ist Concept Board. Und das Concept Board ist nichts anderes wie ein großes virtuelles Whiteboard, wo Sie einfach einmal alles sozusagen hinaufstellen können, wie Sie das wollen. Im Prinzip, Sie haben am Anfang einfach eine weiße Oberfläche und können dann eben Texte einfügen, können Bilder. Sie haben da eben zum Beispiel da eine Anleitung von unserem Web und das mal hineingegeben. Sie können damit plus Videos, Audios hochladen, Dateien. Sie können selber schreiben. Und jetzt kommt der eigentliche Clou an der Geschichte ist, ich kann dieses Concept Board teilen und das werde ich jetzt schnell machen per Link in Chat und wer will, kann dann drauf drücken und kann, so wie ich, einfach herumarbeiten, kann hinaufschreiben, kann was dazu kopieren und Sie sehen es, es ist zum Beispiel, da sehe ich schon, die Anna ist dabei und Sie können dann somit die Kinder eben verschiedene Aufgaben machen. Das wäre zum Beispiel eben, wir haben es für als Art Schilf einmal vorbereitet, dass Sie sagen, Einsatz von Laptops, wie verwenden Sie das? Und dann könnte da zum Beispiel Lehrer 1 oder Kind 1, gibt da Ihre ersten Ideen her, dann Lehrer 2 oder so weiter und alles Mögliche. Sie haben auch immer als Lehrer der Vorteil, alles im Blick, wer wo was die Kinder machen, könnten aber auch bei der Funktion, wenn Sie es teilen, wenn Sie sagen, na, eigentlich will ich jetzt nur, dass die Kinder das sehen und zum Beispiel sie die Videos und so anschauen, geht es bei der Teilfunktion aber auch, nämlich, dass sie jetzt einfach sagen, okay, die Kinder können es jetzt nur sozusagen anklicken, sie können die Dinge sehen, können aber jetzt nichts bearbeiten und herumschieben oder irgendwas kopieren. Das ist nämlich das Tolle daran und ist trotzdem alles in der Gratis-Funktion verfügbar. Sie sehen, die einzige Begrenzung, die es gibt, ich kann nur 100 Objekte auf ein Whiteboard einfügen, aber das werden Sie so gut wie nie brauchen, weil Sie sehen, was ich da alles schon oben habe und die sind nur 12. Ja, ich glaube, wir sind sehr brav in der Zeit. Ich lasse Ihnen jetzt einfach das Concept Board noch offen, wer noch herumklicken oder was auch will. Ich sehe, glaube ich, irgendwann ist richtig, 2 Minuten haben wir noch. Nein, ich habe noch, warte, jetzt habe ich da drüben liegen. Bis 17 Uhr habe ich Zeit. Darf man wirklich bis 17 Uhr oder müssen wir früher aufhören? Wegen... Nein, müsst nicht. Also um 17.05 Uhr kommen dann die nächsten. Also in den 5 Minuten geht sich das aus, wie ihr wollt. Okay, sonst dann zeige ich Ihnen sonst kurz noch die Lernburg, die wir da oben haben. Ich habe mich da schon bereits angemeldet. Lernburg ist sozusagen für den Deutschunterricht, gerade für Grundstufe 1, finde ich super einsetzbar. Es geht nichts anderes, Sie sehen da, Sie haben da einen kleinen Drachen und der muss sozusagen die ganzen Übungen durchspielen und da fängt es dann an mit Anlautübungen, Silbenübungen und so weiter, sehr kindgerecht gemacht. Das einzige Ding ist, in dem Fall, das ist halt leider ein bisschen kostenpflichtig. Ja, Anna, hast du noch eines oder soll ich weitermachen? Ja, ich würde nur gerne als Abschluss eines ausprobieren, wo ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um die Mitarbeit oder ums Mitwirken bitte. Das ganze Programm nennt sich Strange Garden. Strange Garden schaut einmal so aus. Strange Garden, dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der Inhalte zu einem Thema gesammelt werden. Die Inhalte können jetzt Texte sein, Wörter sein oder Bilder sein. Im heutigen Fall möchte ich ausprobieren, dass wir mit Bildern arbeiten. Ich generiere jetzt so einen Garten mit dem Thema Mein Arbeitsplatz. 21.03.2022 und ich gehe einfach auf Create. Ja. Gut, dann dürfte es schon geben heute. Das Programm lässt mich nur dann einen neuen Raum erstellen, wenn ich mir einen neuen Namen einfallen lasse. Das heißt, es darf nicht 10 so Gärten geben mit meinem Arbeitsplatz, sondern es muss immer anders heißen. Dann nenne ich es Praxistage. Super. So, bitte. Ich würde Sie bitten, dass Sie jetzt mit Ihrem Handy
diesen QR-Code einscannen und dass Sie einen Gegenstand von Ihrem Schreibtisch, von Ihrem Arbeitsplatz fotografieren. Und Sie werden dann sehen, dass die automatisch bei uns auf dieser Pinnwand gesammelt werden. Also wenn ich Sie bitten dürfte, ein Ding, also den QR-Code einzuscannen und ein Ding auf Ihrem Arbeitsplatz zu fotografieren. Ah, super, herzlichen Dank. Sie sehen, unsere Wand füllt sich mit diesen Gegenständen. Die Gegenstände werden meist aus ihrer Umgebung herausgehoben. Das heißt, man sieht oft nur den Umriss, beziehungsweise es sind eigentlich dieses Mal tolle Fotos dabei. Ja, Sie sehen, wenn Sie jetzt auf diese Plattform selber einsteigen würden, dann könnten Sie selber diese Gegenstände auch verschieben. Als Lehrerin kann ich es immer verschieben als Lehrer. Das heißt, ich kann Themensammlungen anlegen, ich kann eine Lautschulung machen, die Kinder müssen Gegenstände fotografieren, sie laden sie hoch. Ich kann auch am Zeichenunterricht eine Reflexionsrunde machen, indem die Kinder die Zeichnungen abfotografieren und dann alle auf diese Plattform stellen. Also ich glaube, es gibt da vielzählige Möglichkeiten, was man mit diesem Tool anfangen kann. Der einzige Nachteil ist eben, dass der Strange Garden immer einen neuen Namen braucht, also einen Namen, den es noch nicht gibt. Und es kann jetzt nichts heruntergespeichert werden, sondern man muss wirklich einen Screenshot machen oder ein Foto machen, um das Ganze auf dem eigenen Computer abzuspeichern. Ja, ich lasse Sie gerne noch ein bisschen probieren. Ich sehe, ich werde verschoben. Bitte? Sonst hast du noch mein Bildschirm, dann zeige ich noch das letzte Tool. Ja. Weil es eben gerade leider teilweise notwendig ist, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, vielleicht bekommen Sie auch jetzt irgendwann in nächster Zeit irgendwo ein Kind aus der Ukraine oder etwas. Wir haben es halt generell bei uns, wir haben Kinder einfach mit einem anderen Background bei uns an der Schule und da gibt es folgende Webseite, ich zeige es Ihnen, dieses App You Got It. Die Website ist deshalb super. Sie finden da verschiedenste Videos auf dieser Plattform, viele vom ORF, ZDF oder so weiter. Und das Coole daran ist einfach, Sie drücken drauf, dann ladet es einmal und dann können Sie da oben bei den Settings, Sprache, haben Sie da die verschiedensten Sprachen, wo Sie dann das Video übersetzen lassen können. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo ein neues Kind zurück hineinbekommen mit einer anderen Muttersprache, haben Sie da auch relativ schnell einfach einmal schon mal ein paar Sprachen, wo Sie einfach das Video herzeigen können ohne Probleme und das Kind das dann auch versteht, beziehungsweise auch zum Beispiel jetzt mit Deutsch und Englisch oder so weiter auch machen können, mit einem, dass es einfach ein bisschen das zu lernen, Sprachenunterricht. Ja, 16:59. Sehr pünktlich. Also wir hätten sonst nur ganz kurz, wenn es irgendeine Frage gibt, aber sonst wäre es das eigentlich von unserer Seite. Dankeschön. Eine Vielfalt auf dem Padlet. Vielen Dank auch fürs Teilen. Man sieht eh schon klatschende Hände und im Chat steht auch schon ein Dankeschön. Herzlichen Dank. Beend mal die Aufzeichnung.